Die anhaltende Kälte schränkt mit ihren Auswirkungen auch in Hannover die Möglichkeiten ein. Dennoch zeigte sich Coach André Breitenreiter zum Auftakt der Trainingswoche nicht unzufrieden. Ein Grund: Der gegen Gladbach angeschlagene Pirmin Schwegler soll rechtzeitig fit werden. Der schon viel gescholtene Trainingsplatz ist in Hannover in diesen Tagen nicht schuld. Aber die anhaltenden Minusgrade schafften es, selbst auf dem beheizbaren, erst zum Jahresende mit neuem Rasen ausgestatteten Trainingsplatz an der HDI Arena die Möglichkeiten einzuschränken. Gegen die Kälte konnte auch die künstlich von unten herbeigeführte Wärme nicht viel ausrichten. Im Trainingsspiel haben wir es entsprechend bei einem 11 gegen 11 belassen. Übungsformen auf engerer Fläche hätten für ein zu großes Risiko, vor allem für die Adduktoren, gesorgt, so 96-Trainer André Breitenreiter, der dennoch nach der Einheit am Dienstagvormittag nicht unzufrieden war. Die Jungs haben es sehr gut angenommen, wir hatten ein hohes Niveau auf dem Platz. Anführungszeichen positiv in Sachen Personal. Mit Noayol Sarenrembatze mischte auch ein andauernd von Verletzungen geplagter, zuletzt mit Knieproblemen ausgefallener Akteur erstmals wieder im kompletten Mannschaftsprogramm mit. Zum langzeitverletzten Edgar Priep wurde am Montag erfolgreich am Kreuzband operiert, gesellten sich vorübergehend 5 weitere Ausfälle. Offen dagegen, ob auch Felix Klaus, Adduktoren, es rechtzeitig zurück zum Team schafft. Darüber hinaus fehlte zum Auftakt der Trainingswoche erkältungsbedingt ein Trio: Oliver Sorg, Sebastian Meyer, sowie Reza Wirkeeper Michael Esser.